Am 7. Oktober 2021 fand in Karlsruhe eine interreligiöse Begegnung zwischen Jugendlichen des Projekts Jesidische Jungs in Baden-Württemberg mit einzelnen AkteurInnen verschiedener Organisationen und Projekten statt. Gemeinsam mit Nobody's Listening, der AG Garten der Religionen für Karlsruhe e.V. sowie der Gesellschaft für bedrohte Völker sollten bei dieser Begegnung die religiöse Vielfalt und Gleichwertigkeit deutlich gemacht werden. Dabei wurden VR-Brillen, die Teil der Ausstellung Nobody's Listening im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe sind, von VR-Produzenten Ryan Xavier de Souza zur Verfügung gestellt. Nobody's Listening ist eine Virtual Reality-Erfahrung und immersive Ausstellung, die an den Genozid an der jesidischen Gemeinschaft erinnert, der von der Terrormiliz Islamischer Staat im Sommer 2014 im Nordirak begangen wurde. Die VertreterInnen der AG Garten der Religionen hatten vor der persönlichen Begegnung mit den Jungs aus dem Projekt die Brille angesehen. Daraufhin trafen sie sich mit den jesidischen Jugendlichen im Garten der Religionen, um die jeweils andere Religion kennenzulernen und sich persönlich auszutauschen. Bei der Führung durch den Garten der Religionen, durch die Vorsitzende der AG, Miria Konteran, wurden Einblicke in wichtige Inhalte der folgenden Religionen gegeben: Christentum, Buddhismus, Islam, Judentum, Hinduismus und Bahá'í-Religion. Religiöse Zitate auf den Stelen wurden herangezogen, um die wichtigsten Friedensbotschaften und Fundamente der Glaubensrichtungen zu verdeutlichen. Außerdem wurden die Tafeln zu den Grund- und Menschenrechten und zur interreligiösen und interkulturellen Toleranz erläutert. Diese stehen für das Primat der Menschenrechte über die Gesetze der Religionen und Kulturen und damit die Selbstverpflichtung der AkteurInnen, ihre religiöse Praxis im Einklang mit diesen zu leben. Denn sie sind überzeugt, dass eine menschenrechtskonforme religiöse Praxis gefunden werden kann. Für die AG Garten der Religionen bildet dies mit den jeweiligen religiösen und humanitären Überzeugungen die Basis für Mitmenschlichkeit, Dialog, Konfliktlösung oder gar Verhütung. Die Jugendlichen zeigten sich dabei sehr interessiert und stellten Fragen wie: Darf man als Buddhist jemanden aus einer anderen Religion heiraten? Die jesidischen Jugendlichen zeigten sich sehr dankbar für das Interesse aller Anwesenden. Sie sprachen sich für gegenseitigen Respekt und Frieden aus. M. aus Stuttgart sagt: Ich finde es sehr schön, dass die Menschen aus verschiedenen Religionen hierher kommen, sich zusammensetzen und gegenseitig akzeptieren. Zur Sprache kam, ob es den Jugendlichen nach den schrecklichen Erlebnissen schwerfalle, mit anderen Menschen aus anderen Religionen in den Austausch zu kommen und sich zu öffnen. Die Überlebenden des Genozids sind sich einig. Es ist nicht leicht, sich im Alltag auf andere Menschen einzulassen. Ich habe die wichtigsten Menschen dadurch verloren, dass ich Jeside bin, so M. Watiq verweist darauf, dass eine muslimische Familie sein Leben gerettet habe und er deshalb, trotz des Traumas, darauf vertraue, dass nicht alle Muslime gleich seien. Deswegen habe ich den Glauben an die Menschen nicht verloren. Dies wurde bekräftigt durch ein längeres, verbindendes Gespräch, welches sich im Anschluss an die Gesprächsrunde zwischen dem gläubigen Muslim Abdul Salam Aslandur und den jesidischen Jugendlichen entwickelte. Tabea Giesecke von Gesellschaft für bedrohte Völker reflektiert ihre privilegierte Rolle in der christlichen Mehrheitsgesellschaft und fragt die Betroffenen direkt, wie sie diese vor Anfeindungen schützen kann. Hadil antwortet: Erzählen Sie den Menschen unsere Geschichte und sagen Sie ihnen, dass sie die Religionen nicht hassen sollen, die sie nicht kennen. In der Gesprächsrunde klang vielfach an,
dass das Sichtbarmachen von religiöser Vielfalt und die echte Begegnung die Voraussetzungen sind für das friedliche Miteinander sowie für die Vergebung. In diesem für die Anwesenden sicheren Rahmen wurde zudem deutlich, dass die jesidischen Jugendlichen zu aktiven GestalterInnen und wichtigen WertebotschafterInnen geworden sind, die die Vielfalt in der deutschen Gesellschaft verkörpern. Dabei wurde die Überzeugung geteilt, dass es möglich ist, seine eigene Religion ohne Abstriche zu praktizieren, ohne dabei die anderen Religionen zu missachten. Die Veranstaltung zeigte zum einen, wie wichtig künstlerische Methoden wie die VR-Ausstellung sind, um Ungerechtigkeit und den Genozid an den Jesiden aufzuarbeiten und sich von der Lebenswirklichkeit der Betroffenen berühren zu lassen. Zum anderen wurde hier nochmals deutlich, dass die echte Begegnung die Grundlage für ein friedliches Miteinander ist und Menschen darin bestärkt, sich mit marginalisierten Gruppen zu solidarisieren und für Toleranz und Vielfalt einzustehen. Das Projekt Jesidische Jungs in Baden-Württemberg, durchgeführt von Inside Out e.V. von 2018 bis 2021, förderte die Stärkung von besonders schutzbedürftigen männlichen Jugendlichen und unterstützte sie in der Entwicklung positiver Männlichkeitsbilder. Inside Out schulte Multiplikatoren, die am jeweiligen Wohnort gender- und kultursensibel mit den männlichen Heranwachsenden arbeiteten, sie im Alltag begleiteten und ihnen neue Perspektiven für ihr Leben eröffneten. Der Tag wirkte bei den Mitwirkenden der AG Garten der Religionen nach. Sehr berührt, inspiriert und bereichert wurde ihre Dialogbereitschaft gestärkt und die Überzeugung, dass Menschen mehr eint als trennt. Unterschiede sind oft nur zunächst befremdlich, anstatt wirklich bedrohlich. Und Kontroversen sollten nicht auf ein Ende von Dialog und Miteinander, sondern auf Zuhören, Verstehen und Geschwisterlichkeit abzielen. Am Ende der Begegnung bleibt auf allen Seiten Dankbarkeit und das Gefühl, dass es noch viel gemeinsam zu bereden gegeben hätte. Ich fand heute sehr schön, dass ich hier war und verschiedene Religionen kennengelernt habe. Und mich haben Zitaten und so interessiert von Religionen. Zum Beispiel, mit Hass kann man Hass nicht überwinden. Und ich war stolz, hier zu sein, in Karlsruhe. In der VR sagt eine Sprecherin über die jesidischen Trachten, dass sie für Reinheit, Frieden und Vergebung stehen. Und genau diese drei Elemente habe ich heute den ganzen Tag über gespürt, auch mitgekriegt. Ich fand vor allem faszinierend, wie die Jugendlichen die Kraft daraus schöpfen, immer noch an das Gute zu glauben, nach all dem, was ihnen widerfahren ist, weil sie wissen, dass es auf jeder Seite gut und schlecht gibt und alles dazwischen. Also mir ist heute wieder klar geworden, was für ein wunderbares Privileg es ist, Mensch zu sein, wie wundervoll es ist, Mensch zu sein und was wir uns einander geben können und andererseits, was wir uns antun im Alltag. Und es ist schön, hier jetzt unter Menschen gewesen zu sein, die offenkundig das Gleiche empfinden, die schreckliche Dinge erlebt haben, die den Mut haben und die Kraft, wieder aufzustehen und weiterzumachen und für ein besseres Miteinander zu kämpfen. In solchen Momenten spüre ich eigentlich wirklich nur Geschwisterlichkeit und dafür steht der Garten und dafür steht mein Engagement. Ich als Jeside finde es sogar auch, es gibt auch schlechte Jesiden, es gibt gute Jesiden. So wie bei Muslimen gibt es auch gute Muslimen und es gibt auch schlechte Muslimen. Aber man muss erst wissen, man muss den Menschen kennenlernen, damit man weiß, ob der ein guter oder schlechter Mensch ist. I was born and lived in the Middle East and I grew up in the UK, as you probably guessed from my accent. And so I fully appreciate and understand the importance of cohesion, religious tolerance, and communities getting along together. But having worked in genocide prevention, you can see what happens with extreme religious persecution and extreme discrimination that leads to genocides. And I think it's absolutely vital that we have more peace messaging, promote more religious tolerance, and those are the kind of antidotes that prevent, you know, some of the tragedies and genocides that we've seen today, including the genocide against the Yazidis in 2014.